Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Street Talk. Heute mal in Köln, denn wir dachten uns, wie ticken die Kölner? Und da haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die wir jetzt den Kölnern einfach mal stellen. Kommt mal mit. Was macht für Sie Köln aus? Köln ist die schönste Stadt, was wir so kennen. Was macht für Sie persönlich Köln aus? Also ich wohne seit 39 Jahren in Köln. Der Kölner Dom? Der Kölner Dom zum Beispiel. Der Kölner Dom, warum? Weil es einfach zu der Stadt gehört und weil ich ihn schön finde. Ja, alles so sauber, alles so schöne Gebäude und sowas, alles, das ist faszinierend. Ja, der Dom und der Rhein und die Leute. Wir kommen aus Holland, so wir müssen mal die Dom anschauen und viele Laden. Köln ist eine sehr schöne Stadt, Weltkulturerbe, das ist sehr wichtig. Schöne Bauten, ja, der Dom ist ja weltbekannt. Das ist schon erstmal das, was ich sag, was einen anzieht, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich selber komme nicht aus Köln. Ich bin Straßenmusiker hier, ja? Also mit meinem Flügel. Ich bin jede Woche hier minimal einmal, zweimal in der Woche. Und darum sage ich auch aus meiner Weise, dass Köln für mich als Straßenmusiker die beste Stadt ist. Ja, Köln ist ein Lebensgefühl. Also ich habe jetzt hier 37 Jahre in der Innenstadt gearbeitet und ich komme gerne zurück. Ich bin zwar jetzt schon fast ja, 7 Jahre in Rente, aber trotzdem komme ich immer gern nach Köln zurück. Das Menschliche, was in Köln ist, die sind ja locker und lebensfroh und ziemlich leicht, muss man sagen. Ne? Ist einfach eine liebenswerte Stadt, muss man sagen. Ist eigentlich alles sehr, nicht so gezwungen, sehr, wie sagt man das, sehr natürlich im Endeffekt. Ne? Und das macht eigentlich eben Spaß, hier auch mal Köln zu besuchen. Wir haben gesehen, dass Sie gerade aus dem Souvenirladen gekommen sind. Was ist denn Ihr Lieblingssouvenir oder was haben Sie gerade gekauft? Wir haben Postkarten gekauft. Postkarten mit dem Dom? Ja, mit dem Dom drauf. Ja, eben von Sehenswürdigkeiten, die man sich hier in Köln besichtigen kann. Ne? Oder wie gesagt auch jetzt, es gibt auch viele schöne Dinge, was man sehen kann am Rhein zum Beispiel, ne? Wo die Schiffe so lang fahren, da, wenn man so Karten, so Ansichtskarten bekommt, so, ist auch ganz schön, muss man sagen. Wir sehen ja gerade, Sie sind hier in einem Souvenirladen, Postkartenladen. Was ist denn Ihr Lieblingssouvenir über Köln? Der Dom. Dom. Der Dom? Auf einer Postkarte oder so als Modell? Modell, alles. Postkarte, Modell. Ja. Wer ist Ihr Lieblingskölner? Das ist Lukas Podolski. Lukas Podolski? Das ist der Fußballer, ja, ja. Sind Sie Köln-Fan? Nee, ich bin leider kein Lautern-Fan. Aber der Lukas Podolski ist ein ein Urgestein aus Köln. Und seine Art und Weise kommt gut an bei vielen Menschen. Und auch eine Persönlichkeit, muss man sagen. Und wie gesagt, der passt einfach zu Köln hinein und sowas mag ich ihm halt. Ne? Und er ist ein guter Fußballer, auch wenn er jetzt aus London spielt. Ich habe jetzt eine Biografie gefunden von Milovic. Werde ich jetzt mal lesen. Podolski. Podolski? Obwohl er nicht mehr hier ist. Lukas Podolski. Mir fällt nur WDR2 ein, aber es ist der Radiosender. Ansonsten hätte ich jetzt keinen Lieblings. Also der Radiosender? Genau, WDR2. In Brings, vielleicht die Gruppe? Okay. Eigentlich kann ich da gar keine Auskunft zu geben. Nee? Nee, eigentlich nicht. Okay, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Aber trotzdem vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Tschö. Das war's? Okay, vielen Dank, vielen Dank. So, das war es auch schon wieder mit unserem Street Talk aus Köln. Wenn er euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben oder ihr abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Tschö! Was macht für Sie persönlich Köln aus? Normalerweise gar nichts. Ne? Es ist wie jede Stadt.